Willkommen in der dunklen Nacht hier auf der Strecke Mainz-Koblenz auf der linken Rheinstrecke. Warum fahren wir heute eine dunkle Nacht? Das hat einen ganz einfachen Grund, den werdet ihr noch später erfahren. Wir rüsten den Zug erstmal auf, machen erstmal Licht an, genau damit wir was sehen. Stecken den Richtungswender rein. Stellen ihn auf Vorwärts, SIFA, LZB, PZB. Den nehme ich die dynamische Bremse, den Bremsschlüssel brauchen wir einmal. Und dann müssen wir einen Moment warten, anscheinend laut der Meldung, obwohl das Signal ja schon grün ist. Wo sind wir hier aktuell? Oberwesel, okay. Auch ein, ja. Kein Riesenbahnhof, aber auch nicht so kleiner, schon drei Gleise. Und auf der rechten Seite müsste dann der Rhein irgendwo sein. Den sieht man aber jetzt in der Dunkelheit nicht. Aber das müsste so passen, genau. Ich möchte heute so ein bisschen mit euch darüber reden, was mein Favorit im letzten Jahr war an erschienenem Content. Aufgrund dessen, dass ich mich nur mit dem Content im deutschsprachigen Raum auseinandergesetzt habe, zumindest zum Großteil, werde ich auch nur diesen berücksichtigen. Also erwartet jetzt keinen britischen oder gar amerikanischen Content hier mit in meiner Liste. Das werden Sie nämlich dann nicht finden. Wir fahren los. Wir sind, glaube ich, im Güterzug, oder? Wir müssen im Güterzug sein. Ja, ich sehe natürlich nicht, ich sehe gar nichts hier, alles dunkel. Aber wahrscheinlich, ja, so schwerfällig wie der fährt, wird das wohl im Güterzug sein. Ja, das sieht aus wie ein Güterzug. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Stoff geben. Ich glaube, wir müssen doch nicht mehr Stoff geben. Wo ist er denn? Da der Hauptschalter. Ich glaube, wir müssen einfach noch mal warten, dann müsste es auch schon klappen. Fahrstufe 4 müsste noch klappen, oder? Scheint zu klappen. Warum fahren wir eigentlich in der PZB-Zugart O, wenn wir ein Güterzug sind? Muss man das verstehen? Ich denke nicht. Vielleicht fahren wir doch lieber ein Stückchen langsamer dann. Komm. Um Gottes Willen, es kann sich nur um Stunden handeln. Ja, wir gucken schon mal in der Zeit auf den Content. Ich habe mir nämlich eine Liste gemacht, was erschienen ist in 2023 im letzten Jahr. Und zwar hat das Ganze angefangen mit der linken Rheinstrecke. Auf der fahren wir gerade mit der Baureihe 110, der Baureihe 103. Nur vorher sehen, wer kommt. Nein, Bremen-Oldenburg war im Dezember des vorherigen Jahres, Dezember 2022. Das war aber auch eine coole Strecke auf jeden Fall. Der nächste deutsche Content war dann das Loco Addon Bundle 2. Da war der Regenbogen ICE3 mit drin und der Klimaschützer ICE1. Vorsichtig die Stufen hochschalten, dann müsste das auch klappen hier. Okay. Genau, das Addon habe ich mir aber nicht zugelegt. Ich bin noch immer mal wieder am gucken. Wenn das irgendwann mal doch etwas stärker reduziert sein sollte, dann werde ich mir das wahrscheinlich noch mal kaufen. Also nicht das ganze Loco Addon Bundle, sondern nur den deutschen Content daraus. Muss ich noch schauen, habe ich bisher jetzt noch nicht gemacht, weil es war mir noch nicht genug reduziert. Auch wenn es dann nur um 1, 2 Euro geht, die wahrscheinlich der Unterschied dann sind nur. Aber da geht es mir so ein bisschen ums Prinzip, ja. Dann der nächste Content war die Niddatalbahn. Auch sehr cool. Beides natürlich, also die linke Rheinstrecke und die Niddatalbahn, beides in der älteren Epoche. Also nicht aus der heutigen Zeit. Deswegen, ich finde die cool, aber es ist jetzt auch nicht die coolste Strecke, die ich je im Schwendeberg gab. Es gab aber auch nicht so viele Strecken im letzten Jahr im deutschsprachigen Raum. Dann, das war es nämlich schon aus TSW 3-Zeiten, dann kam nämlich schon TSW 4 mit der S-Bahn Vorarlberg und jetzt kommt bestimmt irgendein Klugscheißer wieder und sagt, das ist aber gar keine deutsche Strecke. Ja, ich habe auch gesagt, deutschsprachiger Raum. Mit dem Talent, muss ich sagen, finde ich eine extrem coole Strecke. Ich glaube, landen können wir erstmal sein lassen, oder? Das müsste jetzt hinhauen.
Veranstalter geflogen gerade? Genau, erstmal Vorarlberg mit dem Talent. Finde ich sehr cool. Auch also die Berge sind sehr cool gemacht, den Talent an sich finde ich auch cool. Auch wenn es da viel Kritik für gibt. Ich persönlich finde den recht nice. Ja, ist gut. Dann als nächstes, beziehungsweise mit dem Addon, also mit TSW 4 zusammen, mit der S-Bahn Vorarlberg zusammen. Nicht in einem Addon, sondern in zwei Addons logischerweise, nicht, also nicht in der, ihr wisst schon, was ich meine, kam die Railpool Baureihe 193, die Vectron. Auch ein Zug, den ich noch nicht besitze, aber aus den Reviews von anderen Leuten schon als sehr positiv wahrgenommen habe. Dann kam jetzt noch gar nicht lange her das RHB Arosa Aggregates Pack von Rivet Games für die Arosa-Linie mit neuen Lackierungen für die, wie heißt die nochmal, G4-4 oder so, wie heißt die so, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall für die Lok, die dabei geliefert ist. Und so ein Güterwagen gab es da auch noch und einen neuen Fahrplan und was weiß ich. Also schon auch eine nice Sache, aber auch nichts, was ich besitze, weil ich Arosa-Linie nicht besitze. Und dann zum Jahresabschluss gab es noch die Maintalbahn, auch eine sehr coole Strecke. Ich bin mit dem Schauen, ja, nee, das ist die erste und einzige deutsche Strecke in dem Jahr aus der heutigen Zeit. Muss ich sagen, fand ich aber auch ganz cool, die Maintalbahn. Auch mit dem Desiro und so, auch wenn es da auch viel Kritik gab wegen dem Schauen und was weiß ich. Ja Leute, ich bin halt kein Lokführer, also ich erlebe das Fahrzeug nicht jeden Tag in echt, ich kann das nicht so gut vergleichen, von daher kann ich mich noch nicht beschweren. Wenn es sich gut anhört, dann ist es für mich okay, dann muss es nicht, was weiß ich. Also wenn ich das Fahrzeug nicht kenne, dann merke ich auch nicht, ob es geil ist oder nicht, ne? Jetzt habe ich mir lange Gedanken gemacht, welche Strecke hier am coolsten ist. Ich könnte die Maus noch mal aus dem Bild tun. Also welche Strecke für mich am coolsten ist, welche Strecke ich am coolsten finde. Ich muss sagen, ich finde, also die Niddertalbahn ist von der Gestaltung her natürlich absolut top, also nur um das kurz darzustellen, das ist jetzt in der Reihenfolge, wie ich jetzt die Strecken nenne, das ist nicht die Reihenfolge, wie ich sie gerankt habe, ich habe nur die Top-Strecke gerankt und danach habe ich nichts mehr, keine Reihenfolge festgelegt. Ich sage das einfach in irgendeiner Reihenfolge. Die Niddertalbahn finde ich von der Gestaltung her total nice. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, die ist richtig gut. Und auch die Baureihe 628, auch dass sie im Nachhinein nicht noch in Verkehrsrot geliefert wurde. Das ist schon top. Ich muss aber halt sagen, ich finde, dadurch, dass das in der älteren Zeit ist und dadurch, dass es, und das ist halt einfach nicht meine Epoche. Vielleicht gibt es bestimmt auch viele Leute von euch, die sagen, nee, die aktuelle Zeit ist nicht meine Epoche. Kann ja sein, das ist dann eure Meinung. Genauso wie das jetzt meine Meinung ist. Genau, das ist, und ich finde da teilweise auch, wenn man die komplett fährt, das dauert einfach glaube ich über eine Stunde, das zieht sich halt. Was cool ist an der Niddertalbahn, sind auch diese Bahnübergänge, die teilweise auch Störungen haben können. Das finde ich auch richtig nice, aber auf keiner Strecke bisher, also von den Features ist die auf jeden Fall, von den Features her gibt es keine Route, die stärker als aktuell. Ja, wie gesagt, im Loco-Item-Bundle zu dem Regenbogen-ICE, Klimaschützer-ICE, kann ich jetzt nicht viel zu sagen, weil ich die selber nicht besitze, das ist halt ein Repaint, ne? Also, was soll man da sagen? Soweit ich das gesehen habe, ist das Ganze in Ordnung gemacht. Aber man kann sich da doch einfach im Creators Club runterladen. Einzig, was man halt nicht bekommt, sind die Szenarios, die dann nur mitgeliefert werden. Ich glaube, Fahrplanfahrten haben die nicht mal zusätzlich, die werden einfach anstatt der anderen Fahrten eingesetzt. Dann springen wir wieder eine Runde ins RB Arosa Aggregates Pack. Ist halt, die Arosa-Linie besitze ich nicht, von daher habe ich mir das auch nicht gekauft. Also nicht, aber wahrscheinlich schon eine coole Sache, weil es hat einen neuen Fahrplan, es hat einen neuen Waggon, also einen Güterwagen. Es gab ja bisher gar keinen Güterwagen dabei. Jetzt kann man auch endlich Güterfahrten machen auf der Arosa-Linie. Also schon auch prinzipiell cool. Ja, und die so neue Lackierung natürlich auch cool. Es gab ja schon mal ein Pack für die Arosa-Linie.
August, ich glaube, neue Lackierung gab, soweit ich weiß. Genau. Ja, bestimmt auch cool, Addon. Die Baureihe 193 soll meines Wissens nach mit einem Spoiler gemacht. Die auch habe ich. Ja, man sieht auch so ein bisschen. Wollte ich gerade gucken, aber ich glaube, man kann es nicht heller machen, nehmen. Wo war ich das Ding? Ich mache die 193 soll einen extrem krassen Umfang haben. Soll das schon extrem krass sein. Und was auch extrem krass ist, das, was ich euch eben noch nicht verraten wollte. Ich bin mal kurz hier raus, weil wir sehen da hinten so ein Feuerwerk. Da fahren wir nämlich jetzt ganz nah vorbei. Man kann nämlich den Mastery Award auf dieser Strecke freischalten, deswegen fahren wir auch bei Nacht, logischerweise. Ich fahre ja noch ungern bei Nacht, weil ihr da auch relativ wenig seht. Man kann den Mastery Reward freischalten, also ihr geht nur den Mastery Reward, schaut, was ihr noch für Aufgaben machen müsst. Jetzt habe ich gerade eben extra noch irgendwie über anderthalb Stunden ein Szenario, wie heißt das, hin und her springen, nee, alle umsteigen, glaube ich, heißt das, so ein logisches Szenario. Das habe ich extra noch gefahren, weil man das benötigt für den Mastery Reward, weil ich sehe, dass wir schon jetzt einen dämlichen Pinöppel haben. Das kotzt mich wieder an, jetzt stelle ich beim nächsten Mal wieder aus. Mal gleich gucken, wo wir ein gutes Bild machen können. Und rund um St. Goa haben wir dann eben dieses Event, wenn man es aktiviert, dann rein in Flammen. Das ist ja ein Event, was es in echt auch gibt. Jetzt sind wir gerade noch im Tunnel und dann machen wir gleich mal ein schönes Bild. Man sind relativ wenig von der Richtung, wenn wir gleich in Langbohr sind, sind wir jetzt in Langbohr. Das ist grün, das ist gut. Weil ich glaube, ich am Bahnsteig habe ein bisschen Beleuchtung. Na, irgendwo grünes Licht ist bitte. Da müsste irgendwas mit dem Passendes dabei sein. Fürs Thumbnail, ne? Genau, wir waren stehen geblieben bei der Rail Crew Baureihe 193, weil wir sind jetzt soweit durch. Natürlich, boah, das sieht ja voll cool aus. Ja, wir haben irgendwas Passendes dabei. 1000 Bilder gemacht, perfekt. Wo war ich denn stehen geblieben? Achso, die Baureihe 193 Vectron. Habe ich, wie gesagt, noch nicht. Werde ich mir den Hotel mal zulegen, weil ich ja nicht in der Facebook-Gütertype bin. Soll aber ja ein riesig, glaube, wirklich einen extrem guten Umfang haben und auch extrem gut gemacht sein. Irgendwie wenige Bugs oder irgendwie sowas. Und von daher, ja, werde ich mir auf jeden Fall mal zulegen, mal das ausprobieren. Soll auf jeden Fall eine coole Sache sein. Kann ich aber halt wenig beurteilen, weil ich selber nicht besitze. So, also muss ich gucken, was haben wir denn noch nicht? Ich glaube, über die Maintalbahn haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen und über die linke Rheinstrecke noch nicht. Die Maintalbahn. Ah, doch, aber die erstmal vor Alberg hat mich schon gesprochen. Die Maintalbahn. Ja, finde ich, da kann ich das. Also, ich finde es cool, dass wir was in der aktuellen Zeit jetzt haben, auch mit dem aktuellen Dieseltriebwagen, dass wir mal was haben, was hier lang dieseln kann, wirklich. Ich hätte das halt mal wieder einschalten sollen, damit wir was sehen. Aber wir fahren jetzt genau 110, dann. Passt ja. Nee, lass mal bitte. Kurz und Unterbrechung. Wie gesagt, die Maintalbahn, kann ich das, also ich finde es cool, dass wir jetzt aktuellen Triebwagen haben, damit wir auch mal aktuellen, also wir haben ja bisher nur die Dieselloks gehabt, die 2-Rang-4-Loks, haben nicht mal eine richtige Diesellok gehabt, wir haben die Baureihe 612 jetzt dann irgendwann gekriegt gehabt, und jetzt den 628 eben noch, aber waren trotzdem noch ziemlich beschränkt. Weil der 628 ist ja doch schon älterer Triebwagen, finde ich, und der 612 wird halt auch noch auf bestimmten Strecken eingesetzt, wo eben Neigetechnik ist. Und die 642 können wir eben so ziemlich überall einsetzen, auf jeder dieser Strecke. Die ist ziemlich universell einsetzbar. Genau, aber
Was ich da halt auch sagen kann, ist, wenn man nicht komplett Strecke fährt, das kann sich auch ziehen wie auf der Niddertalbahn, weil man relativ wenig Zugverkehr fährt. Auch wenn man viele Zugbegegnungen hat und so, aber trotzdem finde ich, es kann sich etwas ziehen. Aber trotzdem eine Strecke, die auch immer Spaß macht. Die linke Radstrecke fahren wir aktuell, da kann ich wieder für mich persönlich den Abzug geben wegen der falschen Epoche. Ich wünsche mir immer noch die linke Radstrecke in der aktuellen Zeit, das wäre noch cool. Dass man so ein Update macht mit irgendeinem coolen Zug, der ja auch in echt fährt, mit der Süd Explorer oder irgendwie sowas. Ja. Ansonsten prinzipiell finde ich es relativ gut. Macht es dann, weil ich immer nah an der Bahnstrecke hier. Prinzipiell finde ich es eine gute Strecke, ist gut gemacht. Am Anfang gab es ein paar Probleme mit der Grafik, aber ich glaube, das hat man jetzt so weit zumindest behoben. Vielleicht gibt es noch ab und zu auch eine Wälder, das weiß ich gar nicht. Aber auch die Züge, die 110 und die 103, relativ gut umgesetzt, aber wie gesagt, das ist halt nicht meine Epoche. Genau. Ja, was gehöre ich jetzt zu meiner Lieblingsroute? Ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht. Wir müssen ein wenig trennen. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht. Und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich tatsächlich eine nicht deutsche Route zu meinem Abbildung werde, zu meiner S-Bahn vor allem. Ich finde, das war cool, weil man da doch relativ vielfältig Material auch da schon abzweigt nach Lustenau. Man kann mit dem Talent fahren, man kann die Nightjet-Fahrten, habe ich schon das Nightjet-Fahrten, oder was ist das? Eurojet, das ist irgendwie sowas. Da hinten bei Feldkirch, da läuft die Feldkirche Koblenz mit der Taurus und den Intercity-Wagen, wenn man entsprechend die Sachen besitzt. Dann bekommt man jetzt ein Layer. Ja, ansonsten hat man natürlich auch Güterverkehr, die Elektronikfälle auch, wenn man sie entsprechend besitzt. Also das ist schon eine gute Route. Genau, ansonsten im nächsten Jahr, ein paar Sachen stehen ja schon fest. Die Berliner Line, die müsste vor der Tür stehen. Ich habe eigentlich schon gedacht, die kommen noch vor Weihnachten, noch im Weihnachtsverkauf, dass sie den nur mitnehmen. Haben sie aber nicht gemacht, obwohl dann sind die rechtzeitig fertig. Ich denke, ich bin stark davon aus, dass sie im Januar kommen wird. Die Berliner Line war noch spätestens Februar. Genau. Das wird auch nochmal cool, weil die tolle Ansagen haben, die hat den coolen Triebwagen noch dabei. Auch an sich eine coole Strecke, die Berliner Line. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ansonsten erwartet mich noch Rosenheim Salzburg. Das wird wohl noch ein paar Monate dauern. Hat sich auch noch eine coole Strecke, für mich aber mal wieder in der falschen Epoche. Beziehungsweise kann man da sagen, Epoche ist das eine andere Epoche. Weiß ich nicht. Ja, ich habe mir in der aktuellen Zeit mit dem Flirt, mit dem guten blauen Flirt von der Bayerischen Regiobahn gewünscht. Ist ja leider nicht, kann man nicht ändern, da fehlen wahrscheinlich die Lizenzen. Kann Daftray Games wahrscheinlich auch relativ wenig dafür. Aber ich hätte es mir danach gewünscht, ne? Außerdem steht noch eine weitere deutsche Route von DTG auf der Roadmap, wo noch nichts drüber bekannt ist, die dann vermutlich noch ein Tick länger dauern wird. Wahrscheinlich dann vielleicht im Sommer, vielleicht ein Tick früher noch, wer weiß. Und dann gegebenenfalls irgendwann auch noch der 420 und die 218 von Trend Germany. Von der 218 gab es jetzt das neue Bilder. Da bin ich mal gespannt. Das könnte noch interessant werden. Also die 420 ist ja für München Augsburg. Ich weiß gar nicht, was dann die 218 sein könnte. Könnte theoretisch vielleicht sogar für die Niddertalbahn sein. Vielleicht. Vielleicht ob die Main-Halbbahn, ich weiß nicht, ob die da fährt.
kenne ich aber nicht, oder? Oder habe ich noch irgendeine. Neue Route? Nee, es kommt ja keine neue Route mehr. Zumindest in naher Zukunft dann. Wenn die tatsächlich erst Ende des Jahres kommt, dann vielleicht. Weil auf Rosenheim Salzburg passt ja auch nicht und was anderes steht nicht mehr drauf, erstmal auf der Roadmap. Also ich könnte mir vorstellen, dass es für die Niedertalbahn kommt. Naja, mal gucken. Sind wir mal gespannt. So, wir sind jetzt in Boppard. Wir sind noch ein bisschen bremsen, sehe ich gerade. Vergessen natürlich auch die Liefer nicht. Demnächst wird es noch ein Video geben, weil im vorletzten Jahr, Ende 2022, da habe ich das Jahr abgeschlossen mit einer Wunschliste, die ich an den Weihnachtsmann geschickt habe, beziehungsweise, nee, habe ich das Jahr nicht abgeschlossen, das habe ich vor Weihnachten natürlich noch gemacht. Und da habe ich mir ein paar Routen gewünscht und wir werden das Ganze mal Revue passieren lassen. Dieses Jahr gab es kein neues Video mit einer neuen Wunschliste, weil ich bin, diese Wunschliste hat noch ihre Aktualität. Wir können das Ganze aber mal Revue passieren lassen, schauen, was wurde von dieser Wunschliste denn schon erfüllt, weil tatsächlich gibt es ein paar Sachen. Es gibt immer noch viele Sachen, die noch nicht erfüllt wurden. Und außerdem, schauen wir mal, was. Dann noch ein, zwei Ideen habe, ein, zwei Veränderungen, ob es da irgendwie ein, zwei Hinweise, vielleicht noch Gabe bringen wir zu. Das werden wir uns auf jeden Fall noch angucken. Das in einem der zukünftigen Videos. Ja, ansonsten plane ich für dieses Jahr natürlich auch noch weitere coole Projekte, auf die ihr gespannt sein könnt. Aber das wird noch ein Momentchen auf sich warten lassen. Mindestens noch ein paar. Minimum. Aber mal abwarten. So, wir schlängeln uns jetzt hier lang. Boppard und Koblenz, schlängelt der Rhein sich ja so, damit wir uns mitschlängeln. Haben dann natürlich gleichzeitig dann auch die VMAX 100. Von der Strecke her. Ja, anscheinend kein Vollmond in den Halbmond oder irgendwie sowas. Zumindest fast. Keine Ahnung, wir werden die nächsten Fahrten wieder normal bei Tag fahren. Oder vielleicht auch in der Dämmerung mal gucken, aber auf jeden Fall nicht mehr hier so krass in der Nacht wie jetzt. Aber Feuerwerk sieht man am besten in der Nacht, ne? Januar Roadmap wird es ja nicht geben, das habe ich ja schon in der Dezember Roadmap gesagt. Und dann sehen wir im Februar wieder, wie es weitergeht. Beziehungsweise ich vermute halt schon, dass wir schon früher Hinweise auf die Berliner Line bekommen werden. Klar, sie werden jetzt auch frei gehabt haben über Weihnachten. Die Leute bei Rivet Games, aber trotzdem. Ich wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen, ne? Warum dieses tolle Teil hier wieder da ist. Das Problem ist, in Szenarios, da hat man dann teilweise auch irgendwie so tolle Teile hier auf irgendwie einen Knopf, den man da drücken muss. Und wenn man die Maximum halt aufstellt, sieht man auch nicht, auf welchen Knopf man da drücken muss, was das Szenario gerne hätte. Deswegen, damit man, wenn ich das Szenario fahre, muss ich den Müll dann anstellen. Und Paket ist halt da aufzustellen. Ich bin dafür, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Dass, wenn ich hier ausstelle, die Teile, dass sie dann im Szenario trotzdem noch an sind. Das wäre cool auf jeden Fall. Das wird einiges vereinfachen. Naja, 11 Kilometer sind es noch. Vorhin waren es 14.
wenn man jetzt nicht viele Kilometer gut gemacht hat, liegt aber daran, dass das Ganze Luftlinie ist. Und wir eben halt wahrscheinlich gerade eben hier standen oder sowas. Und natürlich ist natürlich bis hierhin ist es nicht viel. Nicht viele Kilometer Luftlinie, aber effektiv gefahren sind wir dann doch ein bisschen mehr schon. Weil wir sind ja dann angeschlängelt. Haben uns ja dann angeschlängelt. Ich hoffe auch, ihr hattet einen Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Ich glaube, zwischen den Jahren ist gar kein Video bei mir gekommen. Ich hatte einfach nicht die Zeit gefunden. Ich wollte das Video eigentlich gegen Ende des Jahres raushauen, Ende des letzten Jahres, aber das habe ich dann doch nicht mehr geschafft zeitlich. Deswegen kommt es dann auch heute. Ja, vielleicht habt ihr irgendwie, keine Ahnung, zu Weihnachten. Strange World oder Logolink bekommt. Ja, auf jeden Fall würde ich mich für euch freuen, wenn ihr euch denn darüber freut. Dann sehen wir jetzt nochmal das Hard in Action. Jetzt haben wir die 3,2 Kilometer. Ich glaube, wenn wir langsam fahren, haben wir nur die 1,5 Kilometer. Das finde ich aber immer cool, dieses Wintercore-Update. Stimmt, jetzt wurde es einfach ein Wintercore-Update, der ist auch noch was zu warten. Wir werden auch noch im Januar oder im Februar spätestens bekommen. Mit dem Formation Designer, also wo wir dann unsere eigenen Züge zusammenstellen können, dann sagen wir, keine Ahnung, ich hätte jetzt gerne die 110 und 10 in der Titelwagen kann, irgendwie sowas. Halt eine Formation, die es so standardmäßig noch nicht gibt vom Spiel her. Ich glaube, das sollte eigentlich nicht so lange dauern, das Szenario. Ich glaube, wir haben extrem vorsichtig beschleunigt. Nicht das Szenario, Fahrplanfahrt. Das ist für mich ein bisschen länger unterwegs als geplant. Aber so lange ist es ja nicht mehr. Wir sind ja jetzt noch in der gleichen Koblenz. Haben wir da vielleicht ein bisschen langsamer reinfahren müssen. Bisschen vorsichtiger. Ich fahre das komplett gut dazu. Ich kann das relativ schlecht einschätzen. Seite sehen wir den Rhein, könnt ihr zumindest schemenhaft erkennen hier im Dunkeln. Wie der Kollege noch später Regionalexpress oder Regionalbahn oder so. Viertel nach elf. Raus. Ich werde nicht bis zum Ende auf Anschlag beschleunigen. So alt kann man das doch nicht. Verlieren dann langsam schon mal an Geschwindigkeit. Ist das gar nicht so schlimm. Und ich habe vergessen, dass ich auch auf den letzten Meter nicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir fahren da wirklich in den Personenbahnhof rein, oder? Obwohl wir Güter zu sind, naja. Wird schon alles seine Richtigkeit haben. Wir testen schon mal die Bremskraft des Zuges. Das passt aber. Wir sind ja noch kaum in der Bremse drin, von daher. Das passt alles.
halten es lieber ein bisschen weiter runter als die Beeinflussung unserer Sachen, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir in der richtigen Zugart sind. Ob das so alles eine Richtigkeit hat. Das wird doch ein bisschen knapper, als ich es gedacht habe. Aber es passt alles. Also ich dachte, der bremst stärker, dann wenn wir stärker in die Bremse gehen, ja, okay, dann hat er doch ein bisschen zu stark gebremst. Das ist schlecht. Ah, scheiße, okay. Ja, okay. Wir haben offenbar das Ziel erfüllt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir ganz drin standen. Aber wird schon passen. Dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge Train Sim World 4. Ich hätte etwas 3 gesagt, nein, Train Sim World 4. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Im Moment dürfen wir noch einmal zum freien Spiel zurückkehren, bitte, danke. Einmal heraussteigen. Einmal hier schauen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich werde schon direkt weiter, was ist das denn? Bis zum nächsten Mal und ciao.